Ja, das ist ein super Beispiel, wo man sicher den einen oder anderen Punkt wird in der Predigt vielleicht nicht erwähnt, aber aufleuchten, wie sie das vorgelebt haben. Und die Frage ist, wie können wir das transferieren in unsere Situation? Reich Gottes geht raus zu den Menschen. Das ist das Thema, das ich aus dieser Serie verwünscht habe. Und ich will es an dem Bibelvers aufbauen, wo im Johannes 20, 21 bis 22 steht. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Wir haben zwei Themen, die da für mich ein bisschen aufleuchten. Und das ist das eine, das Sendungsbewusstsein. Und das zweite, Multiplikation. Beides Themen, die meiner Meinung nach zum christlichen Glauben gehören. Wo, wenn wir den ganzen Jesus gerne haben wollen, den ganzen Jesus nachfolgen wollen, dann gehören auch die, vielleicht ein bisschen Themen, die etwas abverlangen von uns, dazu. In der Kirchengeschichte hat es verschiedene Versuche gegeben oder Ideen, das umzusetzen. Die Herren Hutter haben ihre Missionare nur mit Sagen ausgeschickt. Es war so ein bisschen Zeitalter Imperialismus. Man ist weit rausgegangen. Es war noch nicht von der Mobilität her nicht möglich, um schnell zurückzukommen. Die haben ihr Leben dort verbracht. Die Heilsarmee hat sich als Armee organisiert, um Suppe, Seife, Seelenheil zu verteilen. Eine Zeit, wo die Armee als das gegolten hat, was seriösen Einsatz bedeutet, wo man stolz war, nahezu dazuzugehören. Wir haben traurige Themen in unserer Kirchengeschichte, wie Kreuzzüge, wo man es versucht hat, mit dem Schwert zu verbreiten. Wir haben einen Krishona-Gründer, der gefunden hat, das Evangelium sollte nicht nur durch Akademiker verbreitet werden können, sondern auch durch Praktiker. Wir haben Keith Green, der vielleicht zu einer Hippie-Zeit, wo man alles hinterfragt hat, gesagt hat, wenn du nicht einen klaren Ruf hast, zum Dableiben, dann bist du berufen, zum Gehen. Und wir haben den Krishona, der sich, ich sage es jetzt mal ein bisschen kritisch, gerne als wachsendes Movement gesehen hat. Das sind alles Versuche, Ideen, das umzusetzen, das gesendet sein. Sie haben sich den Zeiten, den Situationen angepasst, das zugunsten gemacht. Sind Sachen gut rausgekommen, sind Sachen vielleicht ausgeartet. Es geht gar nicht so darum, dass wir jetzt darüber bewerten, wer da welche Fehler gemacht haben. Sondern die Frage an uns ist, wie soll das im Jahr 2023 hier im Klecki bei uns passieren? Was ist unser Auftrag? Auf was müssen wir uns fokussieren? Wie kann das am besten passieren? Und ich glaube, etwas, was wir aus dem Ablauf auch von der Geschichte gesehen ist, wir müssen uns ständig reformieren. Sobald etwas zu lang gleich war, sobald etwas starr bleibt, sobald etwas auch in der Institution, die Institution zu viel Bedeutung bekommen hat, haben sich komische Sachen eingeschlichen, die nur gut sind. Und ich habe eine grosse Überzeugung, dass unsere Freikirchenlandschaft vor so einer Reformation entstehen kann. Jesus sprach abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Wie sieht das aus? Was für Auswirkungen kann das haben? Und da bin ich in der Vorbereitung auf einen Bibelvers gestoßen, der mich richtig begeistert. Der steht im Johannes 7, 38 bis 39. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Und schon fast eine Visualisierung von dem ist bei mir als Verweisstelle angegeben, in Jesaja 58, 11. Und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten,
und wie eine Wasserquelle, dessen Wasser nicht versiegt. Mich hat das begeistert. Reich Gottes zu den Menschen herausbringen, heißt nicht in erster Linie irgendwelche Handzettel verteilen. Heißt nicht in erster Linie irgendein christliches Marketing zu betreiben, um irgendeine Institution am Leben zu erhalten. Heißt schon gar nicht Krieg führen oder irgendetwas verkaufen, das niemand will. Heißt nicht Stuhlreihen füllen oder irgendwelche Spendebudgets ausfüllen. Reich Gottes Arbeit heißt bewässern. Reich Gottes Arbeit heißt das Leben zu den Menschen bringen. Das Leben retten, wie wir es gehört haben von China, mit den Abtreibungen, die können verhindert werden zum Beispiel. Hast können bewässern. Wie in einem schönen Garten. Es muss jetzt nicht gerade Sellerie oder Johannisbeere sein, aber in einem Garten hat es vielleicht auch einen schattigen Baum oder eine schöne Wiese, wo man herlegen kann. Auf ganz vielfältige Art kann so ein Garten einem menschlichen Leben dienen. Und das dürfen wir sein. Das ist unser Auftrag. Das ist ein Bild, das mich begeistert. Und ihr werdet einfach haben, um mir Sachen in meinem Leben aufzuzeigen, die ich da versage, wo ich da nicht bin. Aber wenn es nur ganz kleine Bereiche sind, wo ich dem nachleben kann, wo das darf Realität werden, dann begeistert es mich, dann motiviert es mich, da Prioritäten zu setzen. Und ich bin nicht immer so einverstanden mit unserer Verbandsleitung, aber wenn ich einen Wunsch habe, dann wünsche ich mir, dass wir als Viva-Kille, als Lebenskille erkannt werden. Dass wir es nicht anschreiben müssen, sondern dass wir so benannt werden, weil wir es sind. Wie können wir das umsetzen? Um das veranschaulichen, habe ich einen Gegenstand mitgenommen, den ihr zu Hallau sicher bestens kennt. Das wäre so ein Bewässerungsschlauch. Und da der funktioniert, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Auf die möchte ich nachher ein bisschen eingehen. Das eine ist, der Schlauch bringt nichts, wenn er den im Bodensee verlegt oder wenn er den alle in die gleiche Reihe von der Reben aufhängt. Der Schlauch muss dort sein, wo das Wasser braucht. Wo es ein bisschen anders ist, wo es trocken ist. Der zweite Punkt ist, der Schlauch hat hier einen Hahn und eine Kupplung. Der muss an einer Versorgung angeschlossen sein, damit er erfüllt ist. Und der letzte Punkt, der noch funktioniert, ist der Schlauch, man sieht es vielleicht nicht von hinten, der darf nicht ganz dicht sein, der muss gewisse Löcher haben. Da das Wasser wirklich seine Wirklichkeit entfalten. Wenn wir das Leben von Jesus als Beispiel nehmen, wo gesagt haben, so wie ich, wie mich der Vater gesandt hat, so werde ich euch senden, dann merken wir, dass Jesus in seiner Zeit von der damaligen geistigen oder geistlichen Elite gar nicht so gut angesehen ist. Und dass sich Jesus dazu entschieden hat, die Erwartungen, die die Elite an ihn hatte, nicht zu erfüllen. Die Pharisäer haben von ihm gesagt, dass er ein Fresser und ein Säufer war. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus weder gefressen noch gesoffen hat. Aber sie waren enttäuscht, dass er ihrem religiösen System, auch ihrer Abgehobenheit, ihrer Abgrenztheit, ihren Privileg keine Unterstützung geleistet hat, sondern er einen anderen Weg gegangen ist. Jesus war dort, wo es anders war. Er war bei den Zöllnern, er war bei den Prostituierten. Er hat das nicht gut gefunden, was die gemacht haben. Ich denke, es hat ihm wehgetan, zu sehen, wie die Menschen, die er eigentlich gern hat, wo Gott einen Gedanken drin gesteckt hat, sich etwas im Hinge hat, wo ihr Leben kaputt gemacht hat. Und trotzdem hat er die Spannung ausgehalten und hat sich unter die gegeben. Ich finde, wir müssen uns fragen, wie ist unsere Bewässerung organisiert? In unserem persönlichen Leben, aber ich glaube, wir müssen uns die Frage auch als Gemeinde stellen. Sind wir, wie das Bild sagt, relativ eng gewickelt? Es dreht sich alles um die Organisation. Wir sind abgrenzt. Man kann klar definieren, wo das Reich Gottes anfängt und wo es aufhört. Und wir nehmen uns sogar noch das Recht, über Sachen, die außerhalb von dem Bereich sind, zu urteilen, ob das gut ist oder nicht so gut. Das System hat Gefahr, dass wir arrogant und unbarmherzig werden. Oder, wenn wir uns so aufstellen, wie im nächsten Bild, dass wir rausgehen. Dass wir dort sind, wo es eben anders ist.
Und dass wir als Gemeinde einander stärken in diesem Auftrag. Vielleicht wird die Veranstaltung da, wie Markus am Anfang vorgestellt hat, wieso sind denn alle da? Ich glaube, es braucht Zeiten, wo wir da sind und einander Mut machen. Aber passiert dort wahrscheinlich dann, wenn wir nicht da sind. Wenn wir rausgehen. Wo sind wir da, Christen? Wo sind wir im TV? Wo prägen wir die Musikgesellschaft? Wo sind wir in unseren Branchen, im Beruf, am Alltag? Wo sind wir präsent? Es ist wichtig, dass wir nicht mit allem einverstanden sind, was dort passiert. Wir müssen die Spannung aushalten, dass es dort Sachen gibt, die uns wehtun. Aber wenn wir nicht dort sind, ist die erste Voraussetzung, dass wir bewässern können, mitgeben. Der zweite Punkt ist erfüllt sein. Die Antwort aus dem Vers, den ich genommen habe, ist eigentlich in dem innen enthalten, das heisst, wir sollen den Heiligen Geist hinnehmen. Oder im anderen Vers heißt es, von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meint er den Heiligen Geist. Das ist natürlich auch ein bisschen heisses Eisen da, vielleicht so eher gemäßigt die Denomination. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch so ein bisschen eher Tierflügel und Tierflügel zu dem Thema. Ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist hinnehmen, hängt viel weniger davon ab, ob wir uns so als eher charismatisch, pfimimässig anschauen oder eher so ein bisschen bibeltreu oder ich weiß nicht, wie man die Flügel benennen. Es hängt nicht davon ab, ob wir im Gebet ein Traktandum von einer Gemeindeversammlung vorbereitet und uns an der Versammlung dazu äußern oder ob wir jetzt hier auf die Bühne stürmen und ein prophetisches Bild weitergeben wollen. Gerade jemand etwas? Okay, gut. Das sind für mich zwei unterschiedliche Arten, Formen, die am Schluss es gleich bewirken. Das gleich drin haben. Und du kannst beides erfüllt vom Heiligen Geist zum Wohl der Gemeinde, zum Wohl vom Auftrag machen. Und du kannst beides manipulativ einsetzen, um irgendein Interesse durchzudrücken. Und ich glaube, wir müssen hören, das eine als schwärmerisch und das andere als spiessig zu betiteln. Ich glaube, die Frage, die sich viel mehr stellt, ist, bin ich bereit, Gottes Geist in allen meinen Lebensbereichen einzulassen und ihm Kompetenz geben, Sachen zu verändern? Und das ist der nächste Begriff, Wendungscharismatik. Wenn mir mein Bruder im Herrn am Montag erklärt, dass der Herdöpfelkrautschläger so nicht in den Schopf darf zurückgestellt werden. Dann stand ich vor der Frage, ob ich da den Hahn so lassen oder so. Ob ich jetzt meine Gedanken, ob ich die im Gottes Geist aussetze, oder ob ich denke, du Schafseele, guter Mensch, du hast auch schon Maschinen dreckig zurückgebracht und. Oder ob ich mich darauf einlasse und sage, gut, eigentlich hat er recht. Vielleicht bringe ich es sogar über die Lippen und sage, danke, hast du mich darauf hingewiesen. Dass ich Gottes Geist Kompetenz gibt, dass meine Hände zum Hosensack rausgehen und dann ich den Bock nochmal anhänge und gehe putzen. Mit dem habe ich Gottes Geist auch Einfluss gegeben auf meinen Zeitplan, weil der ist dann vielleicht eine Stunde hinten drin. Nehmt hin den Heiligen Geist, hast wie fest darf Gottes Geist ganz konkret Einfluss, Auswirkungen haben auf mein Leben, auf meinen Körper? Ja, da fängt an bei der Haltung während dem Lobpreis. Aber es geht am Montag weiter. Und der eine sagt vielleicht, wie willst du am Montag Gottes Geist wirken lassen, wenn du es nicht einmal schaffst, am Sonntag ein bisschen locker da zu stehen, um ein Lied zu singen? Und der andere sagt, es wäre mir lieber, du wirst am Montag die Hände zum Hosensack ausbringen, wie am Sonntag so weit durchheben beim Singen. Wir müssen hören von dem. Wir müssen uns selber hinterfragen, was ist in meinem Leben dran? Darf Gottes Geist in jedem Bereich von unserem Leben Zutritt haben und dort Veränderung haben? Das Umsetzen hat mit der Frage zu tun, bin ich ernsthaft daran interessiert, mich zu verändern?
Gottes Geist will verändern. Wenn man bewässert, dann passiert etwas, dann verändert sich die Landschaft. Bin ich bereit, mich auf das einzulassen? Das beinhaltet ein demütigendes Eingeständnis, dass noch nicht alles gut ist. Und, vielleicht kannst du mal die Frage stellen auch, wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Wir müssen uns auf Neues einlassen. Gottes Geist schafft Neues. Es hat mich überwindig gebraucht, mich zuerst mal in so einen 7-24-Stunden-Gebetsraum einzuschreiben. Das ist jetzt nicht so da, wo ich gerade so natürlicherweise gesucht habe. Es hat mich überwindig gebraucht und es ist geschämig, dass mich überwindig gebraucht hat, dass ich angefangen habe, vor schwierigen Gesprächen zu der Sonja gehen und sagen, können wir zusammen für das Gespräch beten? Aber so will ich Schritt für Schritt mehr das umsetzen und Gottes Geist in mein Leben hineinlassen. Ich glaube, die Beweglichkeit, die Agilität, das ist die Antwort auf die Frage, wie können wir Gottes Geist in unser Leben hineinnehmen. Und das findet so im 4G-Bereich statt. Die 4G hat nicht Swisscom erfunden, sondern meine Sonntagsschullehrerin. Das Unterste ist jetzt leider zugedeckt, weil es da technische Probleme gab. Das wäre Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft und Gehorsam. Das Gebet, glaube ich, ist eine ganz gute Übung, dass wir uns eingestehen, wir können es nicht, wir sind auf Gottes Wirken angewiesen. Und es braucht Bereitschaft, aus dem Gebet ein Gebet zu machen. Wieso fällt es uns manchmal leichter, für irgendein Projekt irgendwo auf der Welt zu beten, wie für unseren Nachbarn, der uns nervt, weil er das Laub nicht zusammennimmt? Möglicherweise könnte es eben passieren, dass wenn wir für unseren Nachbarn beten, da geht uns etwas Saat, wo wir vielleicht die Nachbarschaft auch ein bisschen strapazieren. Oder wenn wir mit ihm auf ihn zugehen sollen. Dann wird es konkret. Mir ist wichtig geworden, dass wir Gottes Wort, dass wir uns dem wirklich aussetzen. Gottes Wort ist ein Wort vom Leben. Und ich bin begeistert, wie zum Beispiel die beiden Bibelstellen, wie lebensbejahend, wie schön Gottes Wort immer wieder ist. Und wenn auch in der Bibel schwierige Geschichten beschrieben werden, am Schluss weisen sie auf Jesus hin, weisen sie auf eine Perspektive hin, weisen sie auf eine Hoffnung hin. Und das macht uns fähig, auch zu unterscheiden und abzugrenzen zu dem, was sonst an Wort auf uns zukommt. Das Maximum, das ich letztens gelesen habe, war ein Artikel, der ausgerechnet hat, wie viel CO2 man sparen kann, wenn man ein Kind weniger hat. Stell dir einmal vor, was das mit einem depressiven Teenie-Mädchen macht. Oder mit einer Mutter, die ungewollt schwanger ist und sich wieder das Abtreiben überlässt. Da merken wir, wie Worte auf das Mal um Leben und Tod Einfluss haben. Das ist wichtig, wem setzen wir uns aus? Die Gemeinschaft. Das Beispiel mit dem Krautschläger. Das ist passiert, weil Martin und ich uns das Ziel genommen haben, regelmässig für unser Bauernumfeld zu beten. Und dann passiert der unbequeme Faktor, dass er mir auf der Zeche steht. Weil er sagt, es kann nicht sein, dass wir zusammen für etwas beten und nachher passiert in der Realität etwas, das nicht übereinstimmt. Wir sagen ihm Rechenschaft. Das ist unbequem, das haben wir nicht so gern. Aber ich glaube, dort fängt es an, konkret zu werden. Dort geht das Reich Gottes raus zu den Menschen. Und ich glaube, miteinander beten, vielleicht auch in einem Rahmen, da braucht Vertrauen, das ist etwas Zerbrechliches, dem müssen wir Sorge geben. Und da können wir nicht zum 50. Aber dort, wo du mit jemand anderem gemeinsame Berührungspunkte hast, miteinander beten, finde ich, ist ein super Konzept. Und das Letzte ist, ja, der Kasam. Ich bin schon bald wieder versöhnt mit unserem Werk vom Spittler, der gesagt hat, was hilft es, wenn wir beim warmen Ofen und einer Pfeife Tabak die Notstände der Zeit bejammern? Hand anlegen müssen wir, und sei es auch ganz im Kleinen. Es muss konkret werden. In der Bibel werden die Worte immer einen Einfluss auf die Realität. Da fängt schon bei der Schöpfung an. Das ist unsere Herausforderung. Und ich weiß, du hast ein volles Programm und du denkst, das kann ich ja auch nicht noch. Und ich halte nichts von dem Vergleich, wo man sagt, was machst du am meisten? Du hast mehr Bibel lesen oder mehr arbeiten? Aber wenn wir uns am Morgen Zeit nehmen, uns zu fokussieren auf das, auf unseren Auftrag, wieso wir auf dieser Kugel sind, wenn wir mit Gottes Wort unsere Identität definieren, werden immer mehr Arbeitsstunden zu Arbeitungsstunden.
Und immer mehr Kontakt werden zu Bewässerungskontakt. Und wenn es nur ist, wenn du im Stift musst erklären, wie er schaufeln und Besen heben, dass es sauber wird. Du kannst das auf eine Art machen, wo er so klein ins Neune geht. Oder du kannst es auf eine Art machen, wo er etwas von dem Leben spürt. Wo er spürt, hey, da glaubt jemand an mich. Da hat jemand etwas vor mit meinem Leben. Diese Schritte, diese Zeiten, die sind extrem umkämpft. Mindestens in meinem Leben. Das ist, weil der Teufel eine andere Strategie verfolgt. Er hat gern mit Komplex geschafft, wo er uns klein macht. Er macht es auf die andere Seite, da wir so in einem Leistungsdenken drin sind, dass wir in Burnout hinlaufen. Er schafft mit Zücht, mit Arroganz, Prestigedenken, Trägheit. Auch der Suizid ist am Schluss sein Mittel. Und wir müssen herausfinden, wo steht uns jemand auf dem Schlauch, wo das erfüllt sein will, verhindern. Was verklemmt es? Wo schoppt es? Ich glaube, das ist manchmal ein Kampf. Dem Kampf müssen wir uns stellen, aber wir dürfen da die Verheißung in Anspruch nehmen, wo Jesus ganz am Anfang von dem Auftrag gesagt hat, Friede sei mit euch. Er ist mit seinem Frieden bei dir, wenn du dich auf diese Herausforderung einlässt. Und der letzte Punkt ist, es nicht ganz dicht sein. Wir hätten doch gern einen erfolgreichen Jesus gesehen. Einen, der das Kreuz gesprengt hat. Einer, der dort auf Golgatha nachher eine riesen Worship-Party gemacht hat, sodass jeder Römer seine Rüstung abgeladen hat. Das ist nicht passiert. In den Geschichtsbüchern, man hat zwar die Zeitschreibung nach dem angepasst, aber das, was Jesus wirklich für unser Leben gemacht hat, wird in den Geschichtsbüchern nicht als Erfolg bezeichnet. Nicht weniger wirkungsvoll ist das, was er für uns gemacht hat. Aber es war in einer Demut. Es war ein Kreuz auf sich nehmen. Und ich glaube, das findet manchmal genau dort statt, wo wir nicht ganz dicht sind. Von dem, was wir erfüllt sind, das drückt dort durch, wo unser Zerbruch manchmal sichtbar wird. Wo unsere Niederlagen offenbar sind. Wo unsere Schwachheit zur Geltung kommt. Die Internetportale, meine Geschichte mit Gott, die haben dort die Wirkung drin, dass sie die nicht ganz dichten Stellen von gewissen Menschen sagen und sagen, wie Jesus in denen gross geworden ist. Ich wünsche dir den Mut, dass du dort bist, wo es anders ist. Ich wünsche dir Konsequenz, dass du kämpfst darum, dass nichts dein Erfülltsein kann hindern. Und ich wünsche dir Demut, dass du manchmal nicht ganz dicht kannst sein. Das Reich Gottes geht raus zu den Menschen, zum Beispiel durch dich, morgen Morgen am 7. Ich wünsche dir eine ganz fruchtbare Woche. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und dir geholfen, in deiner Beziehung zu Gott zu wachsen oder vielleicht sogar erste Schritte zu tun. Wenn dir das so geht, dann freuen wir uns, wenn du mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du unseren Podcast likest, den Daumen nach oben drauf drücken oder einfach den Link weiterleitest. So werden mehr Menschen mit dieser Botschaft von Jesus, mit dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch gern durch eine Spende mithelfen, dass wir diesen Podcast weiterhin im Internet kostenlos und maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht.